Moin, hallo, zurück zu Dinko. Wir machen mal kurz Schnellaufnahme wieder. Wir gucken mal, was wir noch machen können heute. Wir haben heute Freitag. Ich habe noch Stein und Zement in der Tasche. Wollte ich noch irgendwas bauen? Ah ja, stimmt, das Landepad. Siehst du. Das heißt, wir machen Zement. Erstmal. Und dann bauen wir ein Landepad und dann schieben wir den Flughafen. Wir müssen Nancy eigentlich nochmal treffen. Ich weiß nur nicht genau, wo wir den hinbauen. So, ich mache eine Ladung noch fertig. Dann sollte es erstmal gut sein. So, 24 Zement wird ja wohl reichen, oder? Wir brauchen den hier. 8 Stück. Machen wir mal zwei davon. Wenn wir zwei davon machen, brauchen wir vier davon, ne? Reicht das? Wir gucken mal. Ich bin gespannt. Wo bauen wir unseren Flughafen hin? Müssen auf jeden Fall das ein bisschen umbauen. Ich bin gerade überlegen. Hello there, Rubio. Can you do for you? Was kann ich für dich tun? Lass uns die Stadt reden. Und kann ich dir helfen? Ich will ein Building bewegen. Den Airport. So, wir gehen die Recall Airport. 25.000 Debt, ja. Okay. Airport Deed. Und jetzt müssen wir hier 25.000 einzahlen. Und Town Step Free. So, wo bauen wir den Flughafen? Der steht ja da drüben. Ich weiß nicht, ob wir den da stehen lassen sollen. Ist das ein bisschen einsam da drüben, ne? An sich macht der da auch Sinn, aber die Insel ist halt ziemlich kurz, ne? Oh, wir haben noch jemanden hier stehen lassen. Entschuldigung. Ja, für den Airport ist es ein bisschen kurz hier, ne? Gut, wenn wir den Airport hier hinsetzen würden. Die Frage ist, wo ist vorne, ne? Müssten den hier hinsetzen, dann. Was auch blöd, die Insel ist ja ein bisschen klein. Ne, wir sitzen in der Airport hier drüben hin, glaube ich. Oder? Jetzt bin ich hin und her gerissen. Jetzt bin ich hin und her gerissen. Ich wollte es ja beides hier haben, aber ich glaube, wir müssen den relocaten. Geht nicht anders. Wir relocaten den. Oh, ich sehe gerade, ich habe hier den Fluss noch nicht geöffnet. Ganz vergessen hier. Wir relocaten mal hier hinten hin. Irgendwie, na, hier ist auch blöde eigentlich. Das Problem ist dementsprechend, wie wir den bauen oder stellen. Ich glaube, der muss weg hier. Wird die Runway gebaut? Someone's in the way. Hier, da könnte man bauen. Bauen wir hier hin, aber da muss ich echt die ganzen Oraste wegnehmen. Ha. Ja, wir bauen den hier hin. Relocate den Airport hier hin, ja.
Da ist der Airport. Und dann müsste ich hier ungefähr. Ja, hier würde ich sagen. Pflastern wir die Straße. Das müssen wir zumachen noch. Müssen hier einiges wegsägen. Müssen wir alles wegnehmen hier. Hier darf nichts im Weg stehen. Da müssen wir gucken. Wie breit machen wir das? 4? Hier machen wir 6 breit. So sieht es schon ganz gut aus. Okay, krass. Wir brauchen hier um einiges mehr. Wir brauchen hier um einiges mehr. Es ist schon alle. Toll. Ja, das ist der Airport hier dann auf jeden Fall. Die Runway ist aber ziemlich kurz. Die muss noch ein bisschen länger sein. Wir brauchen mehr Material. Wir müssen das Handy noch ein bisschen umsetzen hier. Und dann müssen wir gucken, wie wir das machen. Mit den anderen Sachen. Wir brauchen den Printer. Ja, den Printer brauche ich auf jeden Fall. Und wir brauchen auf jeden Fall noch den Stampfer vielleicht, weiß ich nicht genau. Nee, eigentlich nicht. Dirt Printer. Hier, den hier. Und wir brauchen noch ein bisschen mehr Material. Gib mir nochmal 2 mehr. Das sollte reichen dann. Wie viel hatte ich genommen? 4? Fünf, 2 extra. Machen wir noch so, machen wir erstmal so. Gucken wir mal. Das ist eine Menge. Und das alles nur für ein Flugfeld, ne? Gucken wir mal, wie das wird. Wir können ja so eine Bud Spencer Land ja, Bud Spencer Terence Hill Landebahn bauen. Feuerwerkskörpern. Nee, nicht ganz. So, gucken wir mal. Okay, das haben wir schon mal gefixt. Ups, das war schon Mist. Okay, gucken wir mal. Geht dahin. Das wird definitiv nicht reichen, glaube ich, habe ich die Befürchtung. So. Nee, Quatsch, da Kettensäge. Du musst weg. Du musst weg. Du musst auch weg. Oh. Das nehmen wir mit. So, ich bin gerade ein bisschen ruhig. Ich versuche mich gerade ein bisschen zu konzentrieren. Das ist blöde, dass das sich hier so komisch verbindet. Ups. Okay, die können weg. Könnte natürlich versuchen, noch so Häuser zu bauen.
Das will ich rein, das Zeug, ne? Nee. Das Haus ist hier. Ich würde die noch ein bisschen länger machen, muss ich zugeben. Wie lange würde ich die machen? Ist ja eine Runway. Die muss schon ein bisschen länger sein eigentlich. Wir können die ja in die Richtung bauen dann, die Runway. So. Und dann da lang. Oh, reicht nicht mehr das Material. Okay. Aber in die Richtung hier. Dann dort printen wir noch eine Runde. Ja, dann ist auch schon fast vorbei die Zeit, ne? Nein, nicht ganz. Wir haben noch die Hälfte, haben wir noch. Machen wir gleich noch was anderes. Mal gucken. Ups. Ein bisschen was will ich hier noch schaffen. Und gleichzeitig muss ich aber gucken, dass ich hier den Feierabend mache. Weil ich halt einfach nicht die Zeit habe. So. Der Printer ist auch schon fast am Ende. Ups. Oh, noch was gekriegt. So. Okay, das kann alles weg. Das auch. Der wollte dein. Jetzt habe ich noch 5. Ja, 5 habe ich noch. So, Runway geht in die Richtung. Da ist dann der Eingangsbereich hier irgendwie. Dann kommt hier Flugfeld, geht hier lang. Und dann am Dingens vorbei, ich gesagt, hier Richtung Friedhof dann noch. Das wäre noch so die Idee. Hatte ich mir so überlegt. Da müssen wir gucken. Tja, die erste Runway hier. Die erste Piste sozusagen. Und an Wochenenden werden hier Rennen gefahren. Mit Bratwürstchen und Bierbude und so. Klingt doch gar nicht schlecht, oder? So, dann machen wir das hier noch zu. Wenn wir schon hier sind. Und Job. Jetzt müssen wir es wieder aufladen. Und dann, ja, was machen wir denn in der Zwischenzeit jetzt noch? Wir haben noch ein bisschen Zeit, aber nicht mehr viel. Wir gucken mal gerade hier. Trade. Weiß nicht. Bottle Brush. Nochmal Schuhe, die hatten wir auch schon. Ja, die wollen mal Sachen traden, aber die sind jetzt nicht so, weiß nicht. Hau mich jetzt nicht so vom Hocker. Wir gucken mal gerade bei Franklin. Heute ist Freitag, der letzte Tag hier, wo er noch arbeitet. Was soll das für mich? Nein. Trashbin kenne ich schon. Na gut, mach's gut. Tja, dann laden wir den jetzt mal auf. Oh, Schleißen. Schrank. Kommt hier erstmal rein. Ein netter Schrank. Das kommt hier erstmal rein. Macht er nicht. Stein. Zement. Der Arch kommt hier rein. Das geht da rein. Und das kommt hier rein eigentlich, ne? Ja. Sieht schon mal gar nicht schlecht aus. Holz kann ich nur wegpacken, sehe ich gerade. Holz, 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 da rein.
Ich muss aber lieber wieder was zu essen machen. Mal schauen. So. Mann, ich bin auch schon müde, ey. Ich bin gerade am überlegen, was ich noch machen kann. Nehmen wir schon am Rumdösen hier, weil es schon wieder so spät ist. Komm, wir bringen den einen Jackaroo noch weg. Der arme Jackaroo, da kriegen wir nämlich den Cage wieder. Dann ist der weg und wir kriegen den Cage wieder. Ich habe mich schon gefragt, wo der die ganze Zeit war, aber der wartet darauf, abgeholt zu werden. Dann machen wir das mal gerade. Auch dem Jackaroo zuliebe, damit der endlich mal da rauskommt. So, wo war er jetzt? Da drüben. Da ist er. Nimm dich mal mit, mein Freund. Komm, wir bringen dich. Bring dich mal gerade wohin. Und dann kannst du später wieder in die Wildnis zurück. Dann haben wir dich nämlich auch weggebracht. Der verlorene Jackaroo, hätte ich gesagt, ne? Oder der vergessene Jackaroo? Ich weiß nicht genau. So, gucken wir mal. Mach's gut. Oh. Muss ich dich hauen? Ja, muss ich. Boah. Jetzt aber Schluss hier. Da hat er mir einen mitgegeben. Alter Schwede. Das war nicht so nice. Wir haben noch Weihnachts-Jackaroos hier, die könnten wir eigentlich auch mal wegschicken. Die sind immer noch da, interessanterweise. Auch nicht schlecht. So, ein bisschen Zeit haben wir eigentlich noch. Was machen wir denn noch in den letzten paar Minuten? Ein bisschen was wegräumen, aufladen. Ja, mal schauen, wir müssten eigentlich mal gucken, ob wir jetzt am Wochenende mal wieder in die Mine gehen. Den Samstag oder den Sonntag, ich weiß noch nicht genau. Das können wir dann mal schauen. Denn wir brauchen wieder ein bisschen Ressourcen, ne? Ich guck mal gerade nach. Wir brauchen bestimmt Kupfer. So. Ja, Kupfer. Boah, Tin Ore haben wir so viel. Und Eisen. Kupfer und Eisen brauchen wir. Eisen sollte nicht so schwer zu finden sein. Das kriegen wir, glaube ich, einigermaßen hin. Kupfer wird schon ein bisschen schwieriger. Das würde ich auch gerne ein bisschen haben. Marble. Ein bisschen Marmor. Müssen wir nochmal schauen. Da haben wir noch ein bisschen was zu tun. Ich weiß noch nicht genau, wie das machen. Das müssen wir mal schauen. Und ein bisschen Sachen umräumen müssten wir eigentlich noch. Tiere war alles in Ordnung, ne? Ich gucke gerade mal nach. Jetzt muss ich wissen, ja, das muss alles fit sein. Okay, Futter ist schon mal da, das ist gut. Ist dann wieder was fertig? Das ist voll. Ist alles gut. Bin ich hier beruhigt. Okay, das läuft. Erstmal wieder. Und den Rest müssen wir mal schauen. Essen muss ich noch besorgen. Das haben wir, das haben wir. Wie sieht es pflanzentechnisch aus? Ziemlich gut. Alles voll, okay. Hier hatte ich auch noch irgendwas vergessen, ne? Ja, da müsste noch was hin. Müssen wir mal schauen. Tomaten können wir gelegentlich mitnehmen. Ja, mal schauen. Ein bisschen was zum Ernten können wir ja schon hier. Ein bisschen was haben wir zum Ernten. Na gut, dann soll es das mal gewesen sein. Die Episode ist ein bisschen kürzer als sonst. Ich hoffe, das ist okay, weil ich habe jetzt nicht mehr so viel Zeit und ich muss langsam Feierabend machen. Weil ich sonst sicke ich hier gleich ein, dann mache ich nur noch Bananenblödsinn. Das wollte ich auch nicht. Also wir haben jetzt so ein Flugfeld schon mal angefangen. Das müssen wir noch rumziehen dann zum Friedhof. Den Friedhof können wir vielleicht noch zumachen. Dann müssen wir gucken, wie wir das bauen. Ich weiß nicht genau, wie wir den Friedhof bauen. Das könnte interessant werden, weil ich brauche irgendwas als Grabstein und so. Mal gucken, vielleicht fällt uns da irgendwas ein, so Minecraft-Style-mäßig oder sowas. Ja, dann muss Sally muss noch umziehen, das können wir nächstes Mal machen. Die kommt dann ein bisschen weiter nach vorne. Auf jeden Fall, müssen wir schauen. Oder wir setzen sie hier drüben hin. Aber dann haben wir da drüben gar nichts, wäre das auch blöde dann. Müssen wir schauen. Ich sage erstmal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.